Hallo Freunde, heute aus meinem Selbstversorgergarten oder das, was davon noch übrig ist. Ja, aufgrund des regen Interesses von den einen oder anderen von euch habe ich jetzt gleich nochmal den Teich eingeblendet. Da gibt es nicht viel zu sagen, deswegen werde ich in Zukunft nicht so viele Videos oder gar kein Video darüber drehen, weil das sieht immer alles gleich aus. Ehe ich hier am Teich weiterbaue, vergeht noch viel Zeit, denn ich habe zuvor einiges anderes zu tun. Und der Teich muss einfach warten, das ist jetzt keine dringende Baustelle. Tja, ich habe ja schon mal ein Video drüber gedreht und Näheres beschrieben. Der Stand ist unverändert, das Wasser ist glasklar. Ich möchte bald behaupten, Trinkwasserqualität. Der Filter leistet treue Dienste. Seitdem ich beim letzten Video dieses Teil nochmal sauber gemacht habe, habe ich das jetzt nicht mehr gereinigt. Und ihr könnt jetzt sehen, da ist ja diese Anzeige hier oben, dass da noch keinerlei Verstopfung angezeigt wird. Ja, und wie gesagt, das Wasser ist wirklich exzellent klar. Man sieht die Fische, man sieht die Steine am Boden. Zum Garten wird es wahrscheinlich auch das letzte, vielleicht auch vorletzte Video in diesem Jahr sein. Denn so viel ändert sich da jetzt nicht mehr. Ich werde auch jetzt nicht allzu sehr viel verraten und zeigen. Es gibt ein paar Erfolge, aber auch wieder ein paar Misserfolge. Kommen wir erst zu den Erfolgen. Das sind nämlich die Möhren. Da hatte ich ja letztes Jahr so gut wie gar keine brauchbare Möhre. Das waren alles so Krüppeldinger. Und dieses Jahr, ich habe da jetzt einiges schon rausgezupft und den Kaninchen zu fressen gegeben, war das Ganze brauchbar. Auch auf der anderen Seite sieht das Ganze gut aus. Die habe ich ja später gesät. Die sind jetzt noch ziemlich klein. Aber ich hoffe mal, ja, die sind auf jeden Fall auch gerade gewachsen. Ich weiß nicht, warum das beim letzten Mal oder letztes Jahr nicht so war, aber die kann man getrost essen. Gut, die nicht so gerade gewachsenen kann man natürlich auch essen, aber die sehen einfach appetitlicher aus. Den Kaninchen ist es, glaube ich, egal. Aber die werde ich nachher selber essen. Die sieht nämlich wirklich gut aus. Wo wir schon mal hier vorne bei den Möhren stehen, können wir gleich mal einen Blick zur Süßkartoffel werfen. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht wieder reingeschaut. Aber hier oben scheinen irgendwelche Knollen zu existieren. In anderen Videos habe ich gesehen, dass das Kraut so enorm gewachsen ist. Bei mir hält sich das in Grenzen. Sehr übersichtlich. Ich habe keine Ahnung, wie viele Knollen da drin sind. Das wird es vielleicht nochmal in einem nächsten Video geben. Bei diesem Knollenfenchel, den hätte ich wahrscheinlich jetzt schon längst ernten sollen. Ich habe das jetzt auch letztens schon getan und habe das den Kaninchen verfüttert. Die sehen überreif aus. Ich habe aber sonst eh keine Ahnung, was ich damit machen könnte. Und deswegen ist er jetzt noch drin. Und hier drüben bei diesen Knollensellerie, da hatte ich ja letztes Jahr nur Blätter und keine Knollen. Aber jetzt sind hier auch teilweise brauchbare Knollen dran. Die werde ich auf jeden Fall zu irgendwelchen Salat verarbeiten. Beziehungsweise verarbeiten lassen, weil ich weiß nicht, wie man daraus Salat machen kann. Aber ich weiß, dass er gut schmeckt. Und naja, ich werde es mir irgendwann mal zeigen lassen, damit ich das dann in Zukunft auch selber machen kann. Hier drüben seht ihr jetzt noch die Überbleibsel, die Fragmente von den Kohlpflanzen. Hier hinten war ja Blumenkohl, hier vorne war Brokkoli und auf der anderen Seite war auch noch Blumenkohl. Und so prächtig sieht mein Brokkoli aus. Da sitzen irgendwelche schwarzen Tiere dran, was auch immer das sein mag. Tja, Kohlpflanzen, das ist das, was bei mir seit 3 Jahren in Folge nicht wächst, aber auch überhaupt gar nicht wächst. Die Blätter konnte ich teilweise pflücken und meinen Kaninchen geben. Die fressen das wirklich sehr gern. Dürfen das auch fressen, falls das hier jemand denkt, dass sie das nicht dürfen. Die dürfen das. Aber ich habe keine einzige Knolle, keine Blume oder wie sagt man dazu? Blume, glaube ich, geerntet. Und das ist schon etwas frustrierend. Tja, ich muss wahrscheinlich den Boden noch etwas mehr düngen, mehr mit Stickstoff versorgen. Und das probiere ich dann im Herbst mit meinem Kaninchenmist, den ich ja zur Genüge habe. Hier mit der Surini, das hängt mir mittlerweile auch quillt mir zu den Ohren raus. Hier seht ihr schon wieder eine riesen Surini, da hinten auch eine riesen Surini und hier drinnen sind auch wieder welche gewachsen und ja, in der zweiten Pflanze auch wieder, da sind unzählige Knollen zu sehen. Also falls jemand von euch Interesse hat, Surini zu ernten, bei mir gibt es die gratis, ich habe welche zu verschenken. Weil ich esse sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Die Kaninchen übrigens fressen sie nicht. Ich habe das probiert, die haben sie einfach liegen lassen und irgendeiner hat mir auch gesagt, dass die Surini nicht so ganz ungefährlich ist. Also die hat irgendwelche Giftstoffe in sich, die Kaninchen nicht vertragen.
Das muss ich noch prüfen. Ich habe das noch nicht gecheckt, aber dadurch, dass sie die liegen lassen haben, also nicht gegessen haben, gehe ich davon aus, dass da irgendwas dran sein könnte. Ihr könnt mir ja eure Meinung dazu sagen, was ihr oder ob ihr das schon kennt, dass Surimi nicht geeignet ist, um diese Knollen zu verfüttern. Tja, bei meiner Freilandgurke, da sind ja auch noch ein paar dran, sehe ich gerade. Die muss ich dann nachher mal abpflücken, weil die Gurkenpflanze an sich ist scheinbar vertrocknet. Die habe ich dann auch gar nicht mehr gegossen. Wir haben aber hier eine Menge Gurken geerntet. Es waren ja nur noch 3 Pflanzen übrig geblieben. Und es war erstaunlich, wie viele Gurken so eine Pflanze produziert. Auf der anderen Seite meines überschaubaren Selbstversorgergartens befinden sich noch die Reste der Bohnenpflanzen. Reste deswegen, weil die Bohnen sind fast alle geerntet. Hier sind noch ein paar vereinzelte dran. Da haben wir, glaube ich, 24 oder 25 Gläser Bohnensalat eingekocht. Also ich habe es einkochen lassen wiederum. Und hier hinten die Stangenbohnen. Das sieht wirklich sehr hübsch aus. Man kann ja auch dieses ganze Bohnenkraut verfüttern. Also die Kaninchen fressen das. Und daher habe ich hier auf jeden Fall noch einen guten Futtervorrat. Und ich habe auch hier schon ziemlich große Stangenbohnen geerntet. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo die ganzen anderen, die noch dran sind oder dran waren, hin sind. Hier oben wächst eine. Ich mache mal die ab. So sehen die aus. Tja, ich persönlich habe die vorher noch nicht gegessen. Im Vergleich zu einer Buschbohne ist die ungefähr schätzungsweise 3-mal so groß insgesamt. Dick und lang, also doppelt so lang und insgesamt halt, denke ich mal, 3-mal von der Masse. Hier nochmal von der Nähe. Tja, ich weiß auch nicht so richtig, was man jetzt alles damit machen kann, denn mit Kochen habe ich es nicht so. Aber ich bin insgesamt von dieser Stangenbohne ziemlich angetan, weil die sieht erstens hübsch aus, schmeckt ganz okay. Und der Strauch, habt ihr jetzt gerade gesehen, sieht auch schön aus. Tja, und hier sind immer noch ein paar von meinen Heidelbeeren dran. Ich habe die immer noch nicht gegessen. Erstaunlich, wie lange die Beeren halten. Bei der pinken Variante könnt ihr jetzt hier noch vereinzelt ein paar Beeren sehen. Die sind tatsächlich schön pink. Und der Geschmack erinnert so ein bisschen an Grapefruit. Also ich finde die insgesamt noch um einiges leckerer als diese blaue Variante. Nur schade, dass dieses Jahr hier so wenig Beeren dran waren. Ich muss mal zusehen, dass ich den Boden irgendwie sauer bekomme. Auch hier, wenn da jemand von euch Erfahrung hat, was man machen kann, dann bitte um Information. Na, wer von euch weiß noch, was das hier ist? Hier ein kleines Exemplar und daneben ein etwas größeres Exemplar. Und da hinten noch eine. Richtig, das ist die Yacon-Pflanze. Naja, eigentlich sollte es ja so sein, dass Mitte August die Pflanze locker in der Höhe ist, so dass ihr mich jetzt nicht sehen könntet. Aber ihr könnt ja jetzt selber sehen, dass die Erwartungen etwas zu hoch gesteckt waren. Die Pflanze ist bei weitem nicht so groß geworden, wie ich das dachte. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich lasse sie halt jetzt noch bis es kurz vorm Frost, lasse ich sie ja halt drin. Und dann mal schauen, ob da irgendwelche Knollen dran sind. Weil die Blätter haben ja nichts zu sagen, das was im Boden ist, ist entscheidend. Ja, schauen wir einfach mal. Und im Hintergrund, endlich hat es funktioniert. Die letzten 2 Jahre hatte ich da nicht so die Erfolge. Aber dieses Jahr kann ich mich wirklich an Tomaten sowas von satt essen. Wunderschöne rote Tomaten. So, und auch diese Cocktailtomaten sind super. Und wer darf wieder nicht fehlen in meinem Video? Meine Katze, die Stella. Die sieht sich hier total gerne im Dreck, wie ihr sehen könnt. Das macht ja regelrecht Spaß. Aber das Video soll ja heute nicht ums Katzenstreicheln gehen, sondern um meine Pflanzen im Garten. Ihr wollt bestimmt auch wissen, was aus den ganzen Himbeeren geworden ist. Also die Sommerhimbeere ist definitiv ausgeblüht und ausgeerntet. Hier drüben seht ihr jetzt noch die Herbsthimbeere. Die fängt jetzt langsam an, Früchte zu tragen. Wobei das Ganze etwas unkontrolliert hier aussieht. Weil ich blicke ja nicht mehr durch. Ich muss das wahrscheinlich nächstes Jahr um einiges mehr wegschneiden. Das ist ja jetzt hier ein neuer Trieb. Da soll die eigentlich stehen bleiben. Aber ich muss wahrscheinlich auch ein paar von den neuen Trieben wegmachen, weil das wird einfach zu viel. Auch die schwarze Himbeere ist komplett verblüht. Das ist das, was noch übrig ist. Und hier daneben seht ihr noch ein Prachtexemplar der Loganbeere.
Wird immer gleich live weggenascht. Und da hinten habe ich auch dieses Wochenende schon richtig viel weggenascht. Da ist jetzt endlich auch die gelbe Himbeere. Demzufolge ist das wahrscheinlich auch eine eher späte Variante, weil die ist ja jetzt erst reif, beziehungsweise wird reif. Hier sind noch haufenweise grüne Früchte dran. Zwar leider sehr eingewachsen, ich komme hier gar nicht richtig ran. Du folgst mir wirklich auf Schritt und Tritt. Meine Gut, Stella. So, hier drüben, das ist ja glaube ich die Aronia. Da weiß ich gar nicht, wie lange das dauert, bis die reif sind. Die Früchte sind relativ groß, finde ich. Habe ich letztes Jahr nicht so groß in Erinnerung. Ich habe die letztes Jahr aber auch gar nicht probiert. Oh, hier fallen ja schon ein paar ab. Und wenn die abfallen, sollten die ja reif sein. Ja, ich probiere noch mal eine. Na, hoffentlich ist die wenigstens gesund, weil schmecken tut sie mir nicht. Tja, vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Hier der Strauch daneben, was ja die Goji-Beere darstellen soll. Da werde ich wahrscheinlich Ende des Jahres alles einfach unten abzwicken. Weil der ist jetzt hier extrem lang geworden, aber ich weiß nicht, warum hier keine Früchte dran sind. Ein paar einzelne Blüten sind hier zu sehen, ansonsten ist hier nichts zu sehen. Da kämpfen wir uns mal hier durch. So, hier hinten versteckt irgendwo hier im Gestrüpp, gar nicht mehr definierbar, was jetzt hier dazugehört und was nicht, befindet sich die Vitalfeldbeere. Tja, wahrscheinlich ist der Platz auch nicht optimal. Ich habe aber wenig Platz gehabt oder gar keinen Platz mehr. Und das war die einzige Stelle, die ich jetzt noch im Garten frei hatte. Demzufolge wieder keine Früchte. Muss ich mir was einfallen lassen. Und wie sieht es mit den Weinbeeren aus? Die habe ich ja zumindest dieses Jahr noch freigelegt. Aber auch hier sehe ich keinen einzigen Fruchtansatz. Das war wahrscheinlich zu spät. Beziehungsweise lag es auch vielleicht daran, dass ich die letztes Jahr nicht verschnitten habe. Das soll man, glaube ich, bei Weinbeeren tun. Ja, an Tomaten kann ich mich nicht satt essen. Und dasselbe trifft auch für die Gurken zu. So, alleine hier sind wieder Prachtexemplare direkt am Ausgang. Und zwar an den Enden der Triebe. Unglaublich. Weil ich habe mir ja sagen lassen von einem, der auch Gurken zieht, und zwar gewerblich in einem großen Gurkengewächshaus, dass er die Triebe immer ausbricht, weil einfach nur die Gurken dann sonst besser oder nicht so gut werden, wenn man die Triebe alle wachsen lässt. Ich kann jetzt diese Meinung nicht bestätigen, weil egal wo ich hinschaue, hier wachsen überall Gurken noch. Das sind gefühlt 100 Gurken locker, die ich da bis jetzt geerntet habe. Und hier hängen locker noch 20, 30, wenn es reicht, das reicht gar nicht, die wahrscheinlich dann erntereif werden. Tja, ich verschenke ganz viele, eine esse ich in der Regel in Form von Salat pro Woche selber. Und hier seht ihr jetzt gleich noch die Reste vom Paprika, die sind ja mittlerweile auch gefärbt, also rot. Die hier drüben haben wir jetzt schon fast alle geerntet, die werden jetzt auch rot. Wieso werden die eigentlich rot? Spitzpaprika, hier sieht er weiß aus. Tja, hier ist er rot. Und die gelbe Variante trägt auch Früchte. Wir haben auch schon ein paar geerntet. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Für das ich hier eigentlich nichts weiter gemacht habe. Man sieht es, hier ist alles voll Unkraut. Diese blöden, was auch immer, Klee das sein soll, wächst hier flächendeckend. Das Einzige, was ich gemacht habe und teilweise in Auftrag gegeben habe, weil ich ja nicht immer da bin, einmal am Tag mindestens eine Gießkanne voll Wasser hier reinschütten. Gurken brauchen natürlich viel Wasser, weil das ist ja Wasser letztlich. Und auch Paprika. Das verträgt sich super im Gewächshaus, seht ihr ja. Was man nicht machen sollte, sind Gurken und Tomaten zusammen in ein Gewächshaus. Das funktioniert nicht, denn Tomaten, die mögen es nicht sehr feucht. Hier hatte ich noch vorhin vergessen, euch die Physalis im Topf zu zeigen. Da sind ja jetzt auch schon ziemlich viele Früchte dran, aber noch lange nicht reif. Dieses Jahr habe ich die Seitentriebe nicht ausgebrochen. Im letzten Jahr habe ich ja noch gesagt, das muss man tun, damit die Früchte alle reifen.
Allerdings bin ich ja auch nicht perfekt, definitiv nicht. Im Gegenteil, es gibt viel zu lernen. Und hier habe ich gelernt von einer, die das schon öfters macht, dass man die Physalis im Winter überwintern kann und die Früchte auch nachreifen dann, wenn man die jetzt reinnimmt, ungefähr bei 10 Grad Celsius aufbewahrt. Und die Pflanze kann man ein Jahr später, kann man die wieder raussetzen, so wie die ist. Das ist nämlich eine mehrjährige Pflanze. Und der Vorteil ist, dass die Früchte dann viel schneller reifen. Also man hat ein Jahr später, hat man halt viel mehr und viel schneller Früchte an dieser Pflanze. Und das Ganze werde ich mal ausprobieren. So, das war es erstmal zu meinem Garten. Ja, da hinten habe ich noch hinter dem Gewächshaus die Weinbeere vergessen. Da kann ich euch jetzt nur noch berichten. Da gab es Früchte, die waren auch super lecker. Und die sind aber auch schon alle weg. Und jetzt gehen wir auf meine Wiese, auf meine Obstplantage. Meine Freundin sonnt sich den ganzen Tag. So, das ist meine Obstplantage. Wie ihr wisst, besteht die aus 5 Bäumen. Ein Kirschbaum, 2 Apfelbäume und 2 Birnbäume. Das, was ihr jetzt hier seht, das habe ich in einem letzten Video angekündigt. Das sind nämlich Brennnesseln. Die trocknen jetzt hier seit 1,5 Tagen, sind noch nicht richtig trocken. Aber ich habe das vorhin schon mal getestet, weil die Blätter sind schon ziemlich knackig und knusprig. Die Kaninchen fressen es schon. Man glaubt es kaum, diese Masse an Brennnesseln, oder das ist ja sehr überschaubar, sind 2 meiner großen grünen Wagen voll gewesen. Die habe ich richtig reingestopft. Ich habe die eine Wiese halt, wo die Brennnesseln waren, alles abgeerntet und bin 2-mal hier hochgefahren, habe das ausgebreitet. Und es ist ja wirklich nicht viel übrig geblieben. Tja, aber mir fehlt auch die Zeit, um nochmal loszugehen. Deswegen überlege ich, ob ich das jetzt schon alles verfüttere oder dann doch als Wintervorrat aufhebe. Man kann Brennnesseln schon nach 2 Tagen trocknen verfüttern. Wenn man die dann richtig trocknen lassen möchte, sollte man die wahrscheinlich dann auch ein paar Wochen liegen lassen, damit die halt keine Schimmelsporen entwickeln. Wir nehmen einfach jetzt mal eine Handvoll mit und schauen mal, was die Kaninchen dazu sagen. Übrigens keine Angst, die brennen nicht mehr. Wenn die 2 Tage getrocknet sind, kann man die ohne Handschuhe anfassen. Ihr seht es, ich mache es. Tja, gehen wir noch mal bei meiner Freundin vorbei. Die sonnt sich mit Jacke. Macht auch Sinn. Schauen wir mal, was die dazu sagen. Tja, meine kleine Laura ist schon am Mampfen. Brennnesseln werden nur gepressen, wenn sie trocken sind, ist meine Erfahrung. Also frisch geerntete Brennnesseln brennen wahrscheinlich den Kaninchen auch und deswegen fressen die nicht. Aber getrocknet mit Vorliebe, also die nagen das sofort weg alles. Ja, auch mein kleiner Hilderich Junior bekommt hier eine Ladung. Hallo Hildi, friss mal die Brennnesseln. Der hat heute noch nicht so viel gefressen. Das Ganze von heute früh liegt noch da. Auch das Topinambur. Aber auch hier könnt ihr sehen, die Brennnesseln werden sofort vermampft. Das schmeckt denen sichtbar gut. Aber streicheln lässt er sich trotzdem nicht. Ja, mittlerweile hat sich auch die Rapunzel eingetroffen. Und ihr konntet es vielleicht schon im Hintergrund sehen. Da befindet sich ein neues Kaninchen. Hallo, neues Kaninchen. Namenslos. Tja, auch das neue Kaninchen, was heute erst vor ungefähr 2 Stunden mein Gehege betreten hat, frisst spontan die Brennnesseln. Das ist jetzt keine spezielle Rasse. Es ist ein Mischlingskaninchen. Wird relativ groß. Ein Weibchen ist ca. 10 Wochen alt. Und da hinten versteckt sich noch ein zweites aus demselben Wurf.
Sieht genauso aus. Und ist etwas überfordert mit diesen Brennnesseln. Ich mache es dir mal etwas leichter. Ja, die sind jetzt hier noch total schreckhaft, ganz klar, weil die werden jetzt noch regelmäßig gejagt. Aber schön zu sehen, dass die jetzt schon mitfressen. Ich glaube, getrocknete Brennnessel hat er hier noch nicht bekommen. Naja, wir lassen ihn mal in Ruhe. Ich habe das ja schon öfters erwähnt, wie ich das mache mit dieser Vergesellschaftung. Da mache ich überhaupt keine Experimente. Die kommen hier einfach rein. Und ich gehe dann meiner Wege. Die Kaninchen jagen sich. Die rupfen sich. Also da fliegen richtig die Haare raus. Die neuen Kaninchen sind meistens die, die dann etwas die Leidtragenden sind. Aber das ist normal. Tja, aber so nach nicht mal jetzt gerade 2 Stunden werden die so halbwegs in Ruhe gelassen. Und nach spätestens 1-2 Tagen sollte sich das Ganze so gelegt haben, dass die auch zusammen fressen. Warum habe ich jetzt hier schwarze Kaninchen? Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich gar nicht so gerne schwarze Kaninchen mag. Tja, da wurde ich von einem angesprochen, ein Nachbar meiner Mutter, ein Gartennachbar, der mich gefragt hat, ob ich nicht 2 seiner Kaninchen geschenkt haben möchte. Er züchtet die Kaninchen ausschließlich zur Selbstversorgung und hat halt 5 Nachwuchstiere, die alle in einem kleinen Buchtenstall leben mussten. Inklusive Mutter, also waren da momentan 6 Kaninchen drin. Und ich sage euch, das war wirklich viel zu wenig Platz, selbst nach meinem Geschmack. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, 2 zu nehmen. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Daumen nach unten verursachen, wenn ich euch jetzt sage, das sind meine Schlachtkaninchen. Zumindest habe ich das so geplant. Da ich ja selber dieses Jahr kaum welche habe, also 1, die große Überhäsin ist dafür gedacht, werden die 2 wahrscheinlich dann auch als Schlachtkaninchen enden. Es sei denn, die entpuppen sich als extrem zahm, weil derzeit lassen die sich schon ziemlich gut streicheln, habe ich festgestellt. Das kann sich aber jederzeit noch ändern. Ja, die anderen Kaninchen im Stall sollen natürlich auch in den Genuss der Brennnesseln kommen. Schauen wir mal, wie gerne die gefressen werden. Ich habe jetzt hier schon ein paar Rüben gekauft. Die gibt es bei mir im Leipziger Futterhandel, Süßfutterhandel, für wenig Geld zu kaufen. Auch die Möhren. Und da greife ich immer zu, weil billiger komme ich daran nicht. Das sind, glaube ich, 4 Euro oder so, was so ein Sack kostet. Hier Schneeball. So, schauen wir mal, was der Schneeball sagt. Tja. Schneeball. Friss. Zeigt, dass es dir schmeckt. Na genau. Tja, wenn Schneeball das frisst, ist es ein Zeichen, dass es wirklich gut schmecken muss. Weil Schneeball ist relativ wählerig. Er ist ja von Natur aus oder von klein auf ist er Trockenfutter gewohnt gewesen. Es war gar nicht so einfach, ihn umzustimmen, dass er dann auch immer ausreichend Grünfutter frisst. Er wartet regelrecht drauf, dass ich ihm manchmal Trockenfutter reingebe. Aber wie ihr sehen könnt, Brennnessel, das ist ja fast wie Trockenfutter, wenn das getrocknet ist. Das schnurpst und knuspert und er mag es. Ganz klar, das ist der Beweis. Die Ställe sehen nicht immer so ordentlich aus. Ich habe die vorhin erst gesäubert. Hildi, schau mal, was ich für dich habe. Tja, Hilderich. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, ha? Ja, da muss erstmal sein Geschäft erledigen. Genau in die Urinablaufrinne. Finde ich super, wie du das machst. Hildi, dann zeig mal, dass dir das auch schmeckt. Ich muss dazu sagen, das fressen die jetzt nicht so oft bei mir. Das haben die jetzt, glaube ich, erst 2-mal bekommen. Und es ist halt gewöhnungsbedürftig für das ein oder andere Kaninchen. Gut, Hildi will jetzt nicht, aber der hat heute auch wenig Gras gefressen, so wie ich das hier sehen kann. Tja, wer weiß. Uki, mein Guter, guck mal, was ich habe. Frische, leckere Brennnessel. Uki ist ja leider etwas zurückhaltend und schüchtern. Das heißt, wenn ich dabei bin, frisst er sowieso immer selten.
Aber zum Glück, die Brennnessel mag er scheinbar, die frisst er sofort, selbst mit Kamera vor der Nase. So ist er halt, mein Uggi. Ich verstehe überhaupt nicht, warum den bis jetzt noch keiner gekauft hat. Weil das ist so ein Prachtkaninchen. Also er ist natürlich noch etwas schreckhaft, er wird halt viel zu selten gestreichelt. Aber er sieht super toll aus, hat ein wahnsinnig schönes Fell. Die Färbung ist richtig gut. Ein exzellenter Rammler. Beim Silberrammler bin ich mir sicher, dass er das gleich wegmampfen wird. Schau mal hier. Der frisst einfach alles. Das war auch nicht immer so. Anfangs hat er sich auch teilweise schwer getan mit den ein oder anderen, was ich hier reingetan habe. Aber auch hier könnt ihr sehen, er frisst es. Fienchen und Lilliflo. So, die kennen das noch gar nicht. Das ist zum ersten Mal, dass sie das bekommen. Aber auch Fienchen frisst sofort. Und Lilliflo, die hat mir ja heute ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich komme hier früh rein und sehe, dass bei ihr was aus dem Auge rausguckte. Sie hat sich da irgendwie einen Strohhalm reingeschoben oder ein Stückchen Heu oder irgendwas war das. Und das stak so 1 Zentimeter oben am Auge drin. Das ganze Auge dick geschwollen und ich habe das schon rausgezogen. Und jetzt ist es wieder einigermaßen in Ordnung. Also nicht das Auge, das ist das andere Auge auf der anderen Seite. Man sieht es, es ist noch etwas zu, etwas entzündet. Ich hoffe mal, dass sich das wieder gibt. Ja, aber Fienchen, dir schmeckt das, ne? Ja, du bist eine gute, du bist mein Lieblingskaninchen. Du bist nämlich das zahmste, das weicheste und einfach das liebste Kaninchen hier. Keine Frage. Du lässt dich immer streicheln. Man hört es schon, wie das knistert. Diese Blätter sind richtig knusprig geworden, nur durch die Sonne. Hefalum, guck mal, was ich habe für dich. Hefalum zeigt sich ja auch nur selten. Er ist sehr schüchtern. Aber es freut mich, weil normalerweise frisst er auch nicht in meiner Gegenwart. Aber bei den Brennnesseln, das scheint ihn zu schmecken. Die frisst er sofort. Es ist ja sonst nicht einfach, den Hefalum zu filmen, weil er sich immer bloß in einer Ecke verkriecht. Hier ist übrigens der Wagen, von dem ich euch erzählt hatte. Den hatte ich wirklich bis hier oben hin 2-mal richtig vollgestopft mit den Brennnesseln. Und da ist nicht viel übrig geblieben. Das meiste ist halt vertrocknet. So, jetzt fehlt bloß noch mein Fiebeltec. Der alte Scheißer, der hat nämlich keine konkrete Ecke, da macht er mal überall hin. Das ist immer nervig. Tja, und der ist ja nun blind, wisst ihr ja. Daher ist es immer extrem schwierig, den überhaupt zu irgendwas zu bewegen, weil er extrem ängstlich und vorsichtig ist. Er selber kommt mit seiner Blindheit richtig gut klar. Er orientiert sich hier in den Stall, als wenn er sehen könnte. Ist aber mit Abstand das schreckhafteste Kaninchen, was ich habe. Aber auch hier bin ich jetzt überrascht, weil normalerweise frisst er auch nicht in meiner Gegenwart. Aber die Brennnesseln mag er. Zu dem Thema Brennnessel hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Das ist nicht nur für Kaninchen gut. Brennnessel können wir Menschen essen in Form von Salat oder gekocht. Schmeckt ähnlich wie Spinat. Es gibt auch Brennnesselsuppe. Die wollte ich dieses Jahr mal machen, habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich werde es vielleicht irgendwann noch in die Reihe bekommen, hoffe ich. Brennnessel ist eines der nahrhaftesten Pflanzen, die man draußen in der Natur finden kann. Da sind so viele Stoffe drin, dass da hält kein einziges Gemüse aus dem Garten mit. Naja, die meisten Menschen wissen das allerdings nicht und demzufolge wird das gar nicht mehr richtig beachtet. Ja, auch meine Großsilberhäsin hat mittlerweile die Brennnesseln entdeckt. Außer Hilderich haben die jetzt alle gefressen und ich bin mir sicher, Hilderich wird es dann auch noch essen. Der ist halt bloß gerade etwas faul. So, und die Kleinen, die jetzt zum ersten Mal richtig Platz haben, fühlen sich hier schon sichtbar ganz wohl. Klar, das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das dauert noch ein paar Stunden, kann auch so 1-2 Tage noch dauern, bis sie sich hier richtig an die ganze Sache gewöhnt haben und vor allem von den anderen Kaninchen akzeptiert werden. Aber ich denke, ich bin guter Dinge, dass das hier
problemlos funktionieren sollte. Bis jetzt hat es zumindest problemlos funktioniert und das ohne große Vergesellschaftungsaktionen. Das hier scheint schon ziemlich aufgeweckt, das andere ist da hinten ängstlich in der Ecke. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Diesmal ein nicht so sehr aufwendiges Video, einfach wieder aus Zeitgründen. Es macht mir trotzdem Spaß, euch von den ganzen Tieren zu berichten und alles zu zeigen. Tja, teilt eure Meinung mit, was ihr über meinen Garten denkt und was weiß ich, was ihr noch so schreiben könntet. Ich lese jeden Kommentar, ich beantworte in der Regel auch jeden Kommentar. Tja, ich wünsche euch eine schöne Woche und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Jörg.